Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Dead Tree auf Ranchiuna. Wir waren in der letzten Folge, wollten in dieses Gebäude, kamen wir aber nicht rein. Also versuchen wir jetzt in dieses Gebäude zu kommen. Sieht gut aus, oder? Bitte lass mich rein. Bitte, 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 Spiel. I have a question for you. Shoot. But please, be honest when you answer. Okay. Would you still want to be with me if I were very ugly? Yeah, I suppose. But I mean, really, really ugly. How ugly is that exactly? So it would be a question of how ugly I was, is it? No, I just wanted you to make it clear. Why? Because I have to know. I need to see the truth before my eyes before I decide. I can't agree to the unknown. Why? I mean, I would still be me. Why can't you give me a definite answer? I just. Please. I think I want to be left alone for a while. But, Daniela, I. I said, leave me alone. Please. Was denn gerade mit ihr los? War doch alles schön. War, also. Ich habe Ihre Frage einfach nicht verstanden. Vielleicht hat das noch einen Hintergrund und wir finden den raus. Aber warum muss man denn, sag ich mal, die Liebe so hinterfragen? Also ich kann ihn verstehen, dass er keine konkrete Antwort geben kann, weil man muss einen Menschen ja auch irgendwie in gewisser Weise attraktiv finden, wenn man ihn liebt. Und das funktioniert das ja nicht. Deswegen finde ich das gerade gar nicht so schlimm, dass er so geantwortet hat, wie er geantwortet hat. Aber ich verstehe gerade nicht, was ihr Problem ist und warum sie jetzt alleine sein möchte. Also ob. Das hat gerade geruckelt. Was dahinter steckt. Ich möchte, ist das Gebäude. Warum darf ich in keine Gebäude rein? Also ich fand ihre Aktion gerade ein bisschen. Darf ich sagen, arschig? Ich sage es jetzt mal. Ich muss ja nicht monetarisieren, ich darf solche Wörter in den Mund. Also ich weiß ja nicht, ob ihr was zugestoßen ist und sie irgendwie doch, jetzt weiß ich nicht, irgendwie eine Hautkrankheit hat oder irgendwelche Narben oder so und sie das deshalb gefragt hat. Müssen wir mal weiterschauen. Aber ich glaube, ich würde meinen Partner trotzdem lieben. Also wenn man schon zusammen ist und ihm dann was zustößt und er entstellt ist, würde ich ihn, glaube ich, trotzdem lieben. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil ich so eine Situation noch nicht hatte. Aber ich kann es mir vorstellen. Oh, eine Insel. Wie schön. Ist echt voll schön. Das Einzige, was nicht so schön ist, dass ich nicht in Gebäude reinkomme. So, ganz viele kleine verlassen. Ich will da rein. Ich will mir das Schöne angucken. Na gut, wir gehen mal weiter. Bisher haben wir ja nur die Geschichte von André und Daniela. Und ich weiß halt nicht, also wie viele Dorfbewohner es überhaupt gab und was mit den anderen alles passiert ist, ob das alles miteinander zusammenhängt oder ob jeder so seine einzelne Geschichte hat. Da will ich mich noch vom Spiel überraschen lassen. Wieder so ein Leck. Also generell ist die As Performance. we progress through life, there are more challenging situations waiting for us. We enter the time of challenge, and sometimes the transition is slow. But sometimes it is so sudden you forget the life you had only moments ago. Overcoming greater difficulties brings greater satisfaction, and we feel stronger for the effort. We simply forget that we are one step closer to the end. But the end does not necessarily mean death. Sometimes it is the end of a struggle or the end of peace. The beginning of a difficult stage of life is inevitable for those who fear danger. Ja, aber das Leben wird immer ein Kampf bleiben.
kenne kaum einen Menschen, der nicht in seinem Leben kämpfen musste. Und bei manchen ist das früher oder später, würde ich sagen. Aber für jeden, also gibt es Herausforderungen, die man überwinden muss. Und es gibt auch für jeden, glaube ich, schwierige Lebensphasen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei irgendwem alles glatt läuft. Ich will noch nicht mal das Wort perfekt in den Mund nehmen, weil das einfach nicht angemessen ist. Aber so glatt läuft, dass man das Gefühl hat, keine Schwierigkeiten zu haben. Es gibt ja auch kleine Schwierigkeiten. Ich habe zum Beispiel mal, kann mich meistens nie aufraffen, den Abwasch zu machen. Auch immer ein Kampf. Jeden Tag. Oh, zwei Wege. Wir gehen erstmal nach links. Da sind schon wieder Gebäude oben. Ich habe sie schon gesehen. Ich weiß nicht, ob das alles zu dem Dorf gehört oder ob das einfach so noch abgelegene Orte sind, die gar nicht mehr zum Dorf gehören. Wir haben ja da auch noch einen Kirchturm gesehen, da kamen wir auch noch nicht hin. Ich hoffe, da kommen wir noch hin. Möchte ein bisschen mehr interagieren dürfen mit dem. Also bisher ist es keine übermäßige Kritik, aber ich bin so gespannt, was kommt, und ich will gerne ganz viele Geschichten erfahren zu diesem Ort. Da will man alles sofort haben. Ich bin da ungeduldig, ich gebe es zu, ich bin da sehr ungeduldig. Ich möchte alles sofort erfahren und entdecken, und ihr wisst schon. Okay, da ist eine Kante, da kommen wir nicht hoch, oder? Kommen wir da hoch? Ich glaube nicht. Springen können wir auch nicht. Ah, nee. Wir sprinten noch. Da. Da will ich hin. Wenn wir da nicht hinkommen, wie sind die Leute früher da hingekommen? Haben die sich hier Treppen hochgebaut und die wurden für mich abgebaut? Wäre sehr gemein, liebes Spiel. So, wo müssen wir dann jetzt eigentlich lang? Sind im Kreis gelaufen, oder? Hat mich verirrt. Gab es hier doch noch einen Weg lang? Oh. Ich glaube, hier gehen wir einfach nur um diese Felsformation. Da kommen wir nicht weiter. Nee. Können wir interagieren? Interagieren. Okay. Mein Wunsch wurde mir erfüllt. Ich hoffe, ich habe nicht so, super viel übersehen jetzt. Oh oh. Es gibt. Alter Spiel. Oh, haben wir hier Hinweise? Eine Maus oder so. Oder eine 3. Okay. Bei 4 Schaltern hat man voll viele Möglichkeiten. Oh, das war's. Muss man erst alle runter und dann den. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Plus 400 XP ist das. Die Errungenschaft. Ich glaube, man hat sie nicht. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. We like to be aware of what's being planned for us.
Knowledge brings confidence and security. When we are warned about them, but they are not warned about us, we like to believe it is a fair situation. Sadly, nature is not fair, nor the lives we live. God moves in mysterious ways. Some of us want to take his place. When we have the power of society behind us, we believe we are gods. We feel invincible when we have many followers, crushing whoever attempts to stand in our way. Wow. Richtig krass, oder? Was für eine mega Statue. Kann man das Statue nennen? Das wird ja aus dem Fels geschlagen. Ja, ich muss auch sagen, für mich, wenn ich alles weiß, woran ich bin und so, gibt es mir wirklich ein großes Gefühl von Sicherheit. Was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Ich weiß dann lieber auch unangenehme Dinge, als sie nicht zu wissen. Krasse Statue, echt. Mega krass. Okay, das ist im Spiel. Ich dachte gerade, bei uns geht die Welt unter. Aber das scheint im Spiel zu sein. Das ist voll die bedrohliche Stimmung. Ich kriege wirklich Gänsehaut. Also nicht, weil ich jetzt Angst habe oder so, aber dieses Grollen ist unangenehm für mich. Also nicht artig, dass ich jetzt super Angst hätte. Weil es erzeugt schon eine unangenehme Stimmung. Spielt ja in Rumänien, gleich steht Graf Dracula vor mir. Übrigens ein super gutes Buch. Also ihr solltet wirklich das Originalbuch von Bram Stoker lesen. Das ist wirklich richtig. Jetzt können wir durch so ein steinernes Tor. Und wir haben Wasser. Wasser finde ich toll. Wir haben lange keine... Oh. Eine Geschichte mehr bekommen, ne? Von zwei Menschen. Ich möchte echt mal wissen, was mit Daniela da los war. Wir dürfen wieder über einen Baumstamm laufen. So, Sekko is back. He thinks he will have an easy life in our village. Let's make things hard for him. We will do this one step at a time. First, we'll place him in conflict, and then we bring him peace. We repeat this over and over again. He'll be confused and uneasy. We will break him. So, how should we start? I know what to do. Let's tell him we saw a lynx near the village. We'll ask for his help to kill the animal. We'll tell him we can't do it without him. We will make him proud and confident.
We will all go together, but we'll leave the group one by one, giving different excuses. And finally, he will be all alone. Yeah, he'll be afraid to be all alone with the animal stalking nearby, but eventually he'll realize we have played a trick on him. He'll be angry and humiliated. This is gonna be awesome. Guys, this might be fun for us, but don't you think it's a bit cruel? Are you with us or with Sicko? Of course I'm with you guys. Good. Then don't mess this up. Yeah, don't mess this up. Wow, was ist denn mit denen? Warum wollen sie sein... Also Sicko schätze ich mal als André. Weil er ist ja zurückgekommen. Wir sind ja angeblich zurückgekommen, nachdem das Dorf verlassen ist. Also jetzt. Und wir schwelgen ja jetzt sozusagen... Nein, wir schwelgen nicht in der Erinnerung. Wir durchleben ja hier das, was passiert ist in der Vergangenheit. Oder ist Sicko ein neuer Charakter? Das wäre auch möglich. Aber ich weiß nicht, was mit denen ist. Warum wollen sie ihnen das Leben schwer machen? Ich weiß ja nicht, was zwischen denen vorgefallen ist. Haben die sich verraten gefühlt, weil er weggegangen ist in eine größere Stadt? Da ist schon wieder ein Baum. Ja, besonders aussieht, meine ich. So ein Baum. Diese ganz... Ist das ein Pferd? Sieht so aus, ne? Willst du dem Pferdchen? Ich will das Pferdchen reiten und streicheln und füttern und... Sieht ein bisschen aus wie mein altes Pflegepony. Ich gehe mal weiter, sonst werde ich traurig. Wow, was für ein Baum. Wir haben hier echt tolle Bäume drin, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, wir müssen hier über den Baum rüber. Aber ich komme nicht zum Pferdchen. Nein, Spiechen. Sei nicht so gemein zu mir. We have many names. The one our mother gives us. The one our friends give us. The one our enemies give us. Even when we forget someone's real name, we can still remember the name we gave them. It is a striking example on how powerful children can be. When they damage someone, the damage lasts and has the potential to ruin a whole life. This is why the psychologists ask their patients to remember their childhood. There are clues hidden deep down in our subconscious. If we search there, we can find our friends and our enemies. Ich kann dem nichts hinzufügen, deswegen bin ich gerade ruhig. Aber es stimmt schon, vieles passiert. Oh, noch mehr Pferdchen in unserer Kindheit. Ich möchte zu den Pferdchen. Kann ich eigentlich hier runterfallen? Oh, tatsächlich. Ach, ich werde gespawnt. Ich dachte, es passiert irgendwas Cooles. Ihr seid voll schön, ihr Pferdchen. Ihr macht zwar komische Geräusche, aber ich finde euch trotzdem schön. Ihr habt ein bisschen komische Hälse. Aber, pst, das sagen wir denen einfach nicht. Ich frage mich, diese ganzen kleinen Hütten, was das so... auf sich hat. Ich würde das gerne alles wissen. Bin super neugierig, musst du wissen. Was solche Sachen angeht. Your ninja sucks. Mine has better swords.
They aren't better, they're shorter. I'm not even sure they're swords. They look more like the forks in my grandfather's house. Hey, Alec, let's throw the ninjas in the air. See whose will fly higher. I'm in! On three. One, two, three! This blue ninja is mine now. Come on, Vasile, you already have the red one. Give it back to me. No way! I said it's mine. Don't you try to take it back. If you don't give it back, I'll tell Andre that you stole his red car. Okay, okay. It has scratches on it anyway. Honey, why don't you go out and play with your friends? I don't want to. They don't look like they want me to play with them. Of course they want you. Why wouldn't they? Come on, put on your coat and go join your friends. Take them some of the cookies I made. They're fresh out of the oven. Das waren anscheinend Alec und Vasily, heißt er so, die zusammen gespielt haben mit den Ninjas. Und da hat man einfach so wie Kinder halt spielen. Und wir scheinen wohl nicht gerne draußen mit den anderen spielen zu wollen. Also ich schätze, die weiße Stimme, das sind wir. Weil wir denken, dass wir nicht gewollt sind. So bastel ich mir das gerade zusammen. Wie das hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.